Zurück am Kirchheimer Dreieck. Die Autobahnpolizisten Mario Dinter und Michael Schenk haben einen Sprinterfahrer im Visier. Da vorne, da war ein Pole gewesen, der hat ziemlich gedrückt hinten, der wird geladen haben. Da vorne den? Ja, ja, der mit dem Langradstand, da gucken wir mal rein. Der Transporter darf 7,5 Tonnen laden. Von außen sieht es allerdings nach mehr aus. Grund genug, den Fahrer anzuhalten. Hallo. Dzień dobry. Dzień dobry. Kontrola drogowa. Nie ma problemu. Prawo jest i dowód osobisty, dowód rejestracyjny. CME. A, dziękuję. Proszę. CME? A nie, to jest prywatne auto. Ach, Privatauto. Privat. Ah, hast du geladen? Ja, kann mal gucken, ja? Gut. Die A4 ist die schnellste Verbindung nach Osteuropa. Schon häufig haben die Polizisten hier internationale Diebesbanden erwischt. Das haben sie beim Blick in den Sprinter im Hinterkopf. Ach du lieber Gott, was ist denn das? Das ist Flohmarkt kaufen. Flohmarkt? Aha. Hast du Firma? Nee, privat. Privat? Privat. Aha. Doch das kann Mario Dinter nur schwer glauben. Doch etwas Gutes hat die vollgestopfte Ladefläche. Der ist so geladen, da kann nichts verrutschen, weil er hat nämlich jede Lücke ausgefüllt hier drin. Da kann nichts verrutschen. Also ich sag mal, in der Beziehung brauchen wir uns um die Ladungssicherung hier keine Sorgen zu machen, weil das ist gepresst sozusagen. Doch die Ladung selbst wirft Fragen auf. Was jetzt bei solchen Transporten interessant ist, man muss halt reingucken, wenn die sagen für einen Flohmarkt. Es kann sein, dass da Sachen dazwischen sind, die gar nicht für den Flohmarkt bestimmt sind, sondern die dann vielleicht irgendwo, sage ich mal, weggefunden wurden. Also sprich Diebesgut dazwischen. Deswegen sind solche Transporter meistens immer sehr interessant. Wenn man natürlich, sagen wir mal, gewisse Sachen sehen, wo man einen Anhaltspunkt haben, lassen wir den auch komplett ausräumen. Nach solchen Anhaltspunkten suchen die beiden jetzt. Das lohnt ja alles nicht. Ja. Ein alter Kindersitz. Ja. Ja. Das ist alles alte, so alter Schrank, oder was? Schränke, ja. Alte Schränke, eine Minibar sogar. Ist noch was drin? Ja, ja, das ist eine Wurstbüchse. Ja. Ja, verrutschen kann hier wirklich nichts mehr. Nee, da verrutscht nichts mehr. Alte Fahrräder, alte Schränke, ein alter Kindersitz, also da ist nichts dazwischen, sag ich mal, was für uns interessant wäre. Also das ist wirklich nur für ihn Flohmarkt. Mehr nicht. Ladung und Ladungssicherung sind somit genehmigt. Michael Schenk macht aber eine andere, besorgniserregende Entdeckung an einer Gasflasche. Es besteht die Möglichkeit, dass dieses Ventil beschädigt wird durch andere Ladung, die herunterfällt oder so. Und wenn die da nicht richtig abgedeckt ist, dann tritt, wie gesagt, Gas aus und dann kann es also zur Explosion kommen. Ne? Weil das geht hier, nicht weißt du, hast du für Gasflasche Kappe? Kappe. Kappe. Das ist keine Kappe, da gehört so eine Kappe drauf. Große Kappe. Also entweder die Kappe drauf oder die Tasche da weg. Oder die Tasche muss runter. Sonst geht kaputt und dann... Ah, okay. Ne? Okay, musst du, 100%. Die Tasche muss weg. Weg, ja. Genau, dann ist es okay. Aber wie gesagt, hier gibt es große Duscherkappe. Genau. Okay. Wenn es jetzt so drin steht, die Flasche ist ja fest, erstmal soweit ist erstmal okay. Es geht halt nur oben um die Verschlüsse. Weil in der Tasche, hat man ja gesehen, ist der Brenner drin und der arbeitet ja. Der Fahrer sieht seinen Fehler sofort ein. Deshalb verzichten die Polizisten auf ein Bußgeld. Gut, alles klar. Gut. Alles gut? Das ist kaufen, ja. Genau, ja. Große. Duscher. Okay. Duscherkappe und dann ist okay. Okay. Gut. Nächster Mal. Okay, alles klar. Nicht, dass er euch mal abhebt. Dobby Senja. Dobby Senja, danke. Tschüss. Dann geht von diesem Sprinter hoffentlich keine Gefahr mehr aus. Doch der nächste Problemfall rollt schon um die Ecke. Oh! Wenn er hier reinkommt, das hat er verloren. Ah. Tatsächlich, der Baugerüsttransporter fährt den Polizisten direkt in die Arme. Ja, zuerst haben wir gesehen, er ist oben auf der Hauptstraße gefahren. Und haben wir schon gesehen, oh, das sieht ziemlich hoch aus. Und ich sag mal, glücklicherweise ist er noch auf die Tankstelle gefahren, hat getankt. Also für uns die Chance, da müssen wir mal genauer hingucken. Die Fahrer wissen noch nichts von ihrem Glück, aber ihre Tankpause wird länger als geplant. Guten Tag! Hallo. Wenn die Herren fertig getankt haben, bitte mal da hinten einparken, wenn ihr fertig seid. Will ich eigentlich nicht wirklich, aber wenn du sagst, muss ich ja. Doch!
Die Beamten vermuten, dass der Transporter zu hoch beladen ist. Das wollen sie jetzt überprüfen. Das sieht ganz schön hoch aus hier. Nur 4,50 Meter? 4,50 Meter. Ja. Nicht? Nicht? Na, schauen wir mal. Ich glaube, es wird nur 2 Meter. Jo, alles klar. So. 4,30 Meter. Nee, ich sag 4 Meter und 3. Okay. Die Tipps sind abgegeben. Während Mario Dinter die Ladepapiere des Gerüstbauunternehmens checkt, misst Michael Schenk nach. 4 Meter Höhe wären erlaubt. Er war bei 3,97, hat er gemeint. Da hat er auch nicht gelogen. 3,98,5, 1,5 Zentimeter hat er noch. Hat er auch Glück gehabt jetzt hier. 1,5 Zentimeter hat er noch, gut. Ach so, gut. Glück gehabt. Aber die Kontrolle soll nicht umsonst gewesen sein. Mario Dinter entdeckt ein anderes Manko. Und wenn ich mir die Gotte so angucke hier. Ja, Ablegereif. Ja, da machen wir. Diesen Ablegereif. Ja. Hier, guck mal hier. Siehst du das hier? Der muss unbedingt weg. Das geht auf gar keinen Fall. Und das da oben geht gar nicht. Ne? Das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht, weil das nämlich keine Öse ist, sondern ein Rohr. Der Haken muss in der Öse, nicht in einem Rohr. Weil der da oben rausrutschen kann, das Rohr verbiegen kann, kann sich lösen da oben. Und dann liegen die sperrigen Metallteile mitten auf der Autobahn. Doch dem Fahrer scheint die Gefahr nicht bewusst zu sein. Ja, das sind mittelständische Unternehmen, die jetzt keine ausgebildeten Kraftfahrer haben. Sondern das sind teilweise Gerüstbauer, dann hat er einen Führerschein für einen LKW und dann laden die auch selbst. Und da haben die jetzt nicht diese, sagen wir mal, diese Ausbildung oder diese Weiterbildung, die ein Berufskraftfahrer hat. Ihr müsst euch nur mal angewöhnen, mal eure Gurte mal von Zeit zu Zeit zu wechseln. Ne? Ja, die wechseln. Klar, weil wenn ihr die über die Kanten zieht da oben, dann schneidet sich das ein und irgendwann dann reisen sie. Das sind schon Querrisse hier. Das ist schon eingearbeitet hier. Wenn der jetzt hier 5 Tonnen zum Beispiel ziehen kann, der dehnt sich ja auch. Und irgendwann gibt das an der Stelle nach, weil da ist es dünner. Das reißt dann. Es gibt dann so Fäden, die ziehen sich dann so und dann reißt er aus. Das heißt, er hat die Last, die er eigentlich ziehen, für die er ausgelegt ist, kann er nicht mehr ziehen. Und dann irgendwann gibt das nach. Und was dann passiert mit den Platten da oben? Jeder fünfte LKW-Unfall ist auf schlechte Ladungssicherung zurückzuführen und könnte mit der richtigen Ausrüstung verhindert werden. Der muss auch hier. Oh, weg, der. So, hier vorne, die zwei noch, der da oben und der da hinten. Also. Die Gerüstbauer sichern nach, doch die Gurte reichen nicht aus. Ein naheliegender Pannenservice hilft weiter. Grüß dich, Gerd. So, sehr schön, wunderbar. Oh, sogar mit Quittung. Da sind die Herren, siehste. 4 neue Gurte für 85 Euro. Kein Schnäppchen, aber eine Zwangspause auf dem Rastplatz wäre teurer. Ja, erstmal zahlen wir selber und mit der Quittung hole ich mir vom Chef wieder. 70 Euro Bußgeld hätte das die beiden kosten können. Doch weil sie einsichtig sind, belassen es die Polizisten bei einer Verwarnung. Wir sehen, wir haben das erreicht, was wir wollten. Es sind neue Gurte drum, alles gut, also können Sie dann weiterfahren. Und auch Mario Dinter und Michael Schenk fahren zurück auf die Autobahn. Immer im Auftrag der Verkehrssicherheit.